Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kingdom Hearts by Sleep. Im letzten Part sind wir hier angekommen, nachdem wir die Nachrichten von Meister Yen Sid gehört haben, dass Meister Erichs nicht mehr leben soll. Ich habe jetzt offscreen versucht, noch ein paar Angriffe mir zu holen, wodurch wir auch ein bisschen im Level gestiegen sind. Sag ich mal so. Und wir haben auch sehr viele Angriffe. Also sehr viele Kommandos erlernt. Sowie auch neue Fertigkeiten. Wir haben jetzt zum Beispiel Charmeur, zieht Kugeln aus einer größeren Distanz an. Eiszeit, Eismagie wird stärker, Heilkunst, Vita-Magie wird stärker, Heilkunde, Heil-Items werden stärker. Attacke-Hast haben wir jetzt voll, Magie-Hast haben wir auf 3, Kombo-Meister haben wir auf 2, Abschluss-Master haben wir auf 1, Blitzableite, Blitzresistenz, dann haben wir ein Kombo-Plus und einmal Luft-Kombo-Plus, Esprit. Erlittener Schaden regeneriert deine Fokusleiste. Ja. Wie gesagt, halt ein paar Sachen doppelt jetzt. Und auch ein paar neue Sachen, wie zum Beispiel Blitzgewehrbeschuss. Oder was hat man noch? Zielsuchmine. Ist, sag ich mal, etwas schwächer als Minentrapez, bis auf dass das halt die Minen direkt auf den Gegner zufliegen. LP-Magnet zieht Lebenspunkte aus Gegnern. T-Link-Magnet zieht T-Link-Kugeln aus Gegnern. Ist jetzt beides nicht wirklich nützlich. Wurde aber durch irgendeine Kombination alles gelernt. Gerade. Beim Leveln. Durchs Fusionieren halt. Ja. Ich habe auch hier alles auf Maximum gelevelt. Da haben wir jetzt noch zweimal Blitzka drin. Muss ich schon mal so rum. Und dreimal Minentapets. Und mit Level 37 sollten wir den Boss jetzt wirklich einfach schlagen können. Ich meine, die Gegner hier machen uns gar keinen Schaden mehr. Muss man ja auch dazu sagen. Naja, gehen wir mal zum finalen Bosskampf von den anderen beiden. Wie gesagt, bei Aqua geht die Story ja danach noch ein bisschen weiter. I was told the master was struck down. Yes, that's right. I was stupid and helped Saiyan or do it. The master, he tried to hurt Ven. I only fought because I wanted to protect him. But I was tricked. Xehanort set the whole thing up. Also, he could awaken the darkness inside me. You were right, Aqua. And so was the Master. I did need to be watched. I went astray. But no more. Is darkness.
but hate and rage. Xehanort is feeding the dark fires within you, making you fight. You'll go astray again. Tell me, how does that honor our master's memory, Terra? Xehanort wants me and Vanitas to fight. Make some kind of keyblade. But the master said we can't let that happen. And he tried to destroy me for it. Keyblade? I still don't know exactly what it is. But it scares me to death. Even just the thought of it. Relax, man. We're here, and we're gonna take care of you. I may have to fight Vanitas after all. If I do, guys, I want you to... The three of us can never be torn apart, all right? I'll always find a way. Lifeless keys used to be full of power, united with the hearts of their masters. On this barren soil, keyblades of light and darkness were locked in combat. As a great keyblade war raged, countless keyblade wielders gave up their lives, all in search of one ultimate key. And it will soon belong to me. Keyblade!
How about you leave the popsicle with me? So you can go have your little fight with Terra. You can't be too happy about him deep-sixing your master. Who are you? You think you two have got some grand role to play? As if. You're only here so that when I finish you off, Terra will succumb to the darkness. So, who wants to go first? Shut up! Oh, so this kiddo thinks he's a full-fledged Keyblade wielder. He's got the angry look down. Go ahead if you want to waste your time. Keep trying to drive us apart with your mind games. It'll never work. Da ist man wieder gegen Greg kämpfen. Und wie wir sehen, wir machen halt schon einiges mehr Schaden als Terror. Beziehungsweise auch als letzten Gegner. Alles ganz schlecht aussehen können. Ja, ist nicht der Einzige, der sich teleportieren kann. Selbst wenn er schon erledigt ist. I keep forgetting, don't mess with Keyblade wielders. But you know what? That just means I made the right choice. Well, he wanted me to buy time, and I'd say he got it. What? His heart has become a part of mine now.
Keyblade will open a door. One that leads to all worlds. Then, Keyblade-bearing warriors will flock here, from each and every one of them, to battle for the light within Kingdom Hearts. And just like the legend says, the Keyblade War will begin! Shut up! I'm sick of your nonsense! Give Ven his heart back! Naja, und wir müssen Vanitas bekämpfen. Damit Ven verschmolzen ist. Und natürlich kann ich dich wiederum teleportieren. Zu gut schon machen. Gewicht sein. Oder auch nicht. Also für jetzt. Ja, noch Bericht Nummer 7 erhalten. Aqua, you lost consciousness. Fortunately, Mickey found you and Ventus drifting in the lanes between.
and brought you back to me to receive proper care. I am sorry, but there was no sign of terror. I see. Ven! Ventus! The boy's heart is sleeping. When will he wake? I could not say. It is almost as though his heart has left. Should it return, he may very well wake. Should it not, then he may sleep like this for all eternity. No. I'll keep him safe. Until he wakes. Forever if I have to. I will tell you what your friend needs right now. It is not your protection. He needs you to believe. You see, Ventus's heart hangs in the balance. It sleeps in the place between light and darkness. From all I can perceive, that means he will be looking for a friend, one who believes in him, to show him the way home. Just as long as you love him, then Ventus will be able to find you when he wakes. He can follow that love back to where he belongs. The Realm of Light. Ah! Don't you worry, Aqua. I believe in Ben, too. Gosh, he's been as good a friend to me as anybody. And if both you and me believe in him with all our hearts, then he'll have two lights to follow instead of one. Three lights. Terra. But Terra's gone. Maybe for good. Mm-mm. I think I know how to find him. Okay. Wie gesagt, eigentlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, müsste da noch was kommen. Naja. Dann beende ich trotzdem den Part an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mir schon, dass es euch gefallen hat. Wenn nicht so sollt, könnt ihr euch gerne noch abonnieren lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von King House. Bleibt bis die Beat Up. Ciao.